Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Thurgau. Mein Name ist Matthias Salzmann, ich spiele der Felix bei «Gotthelf das Musical». «Gotthelf das Musical» wird auf die Beine gestellt vom Verein Symphonische Kulturevents. Das ist ein Zusammenschluss vom Symphonischen Blasorchester Kreuzlingen und dem Chor Amazonas. «Gotthelf das Musical» basiert auf dem Buchklassiker «Käserei in der Feenfreude» von Jeremias Gotthelf. Wir sind die Kommission der Käserei-Genossenschaft. Es geht um Geldgier und Korruption. Und wir müssen da das Mauchen kontrollieren. Es geht aber auch um eine Liebesgeschichte zwischen dem Amazon Felix und dem Verdinking Anneli. Morgen, Felix. Michel, gehst du gerade nochmal zurück? Im Moment befinden wir uns gerade mitten im Endspurt der Probe. Vorbeigehen, einfach durchgehen und sagen: Morgen, Felix. Zusammen mit dem Symphonischen Blasorchester Kreuzlingen führen wir Mitte Dezember das Musical in Kreuzlingen auf. Ich mauche doch nicht mit dir Nacht. An den anderen Bauernhöfen ist man schon lange fertig. Ich werde euch noch 10 Minuten geweckt, weil ihre Frauen so geissen. Je ne geisse pas, je chante. Und jetzt auch gleich da in dem Loch. Und mein Mann will noch an, dass ich koche. Bei diesem Projekt arbeiten gut 130 Personen mit. Das ist natürlich mit grossen Umkosten verbunden, die ohne finanziellen Beitrag von Swissglos nicht gedeckt werden könnten. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.